am Anfang war es die Angst, muss ich jetzt hier rausgehen oder lieber sagen, jetzt kämpfe ich. Die Bereitschaft dazu, jetzt die eigenen Dinge in die Hand zu nehmen, ist in der Bevölkerung ganz schön groß geworden. Aber sie wissen oft nicht, wie sie das machen sollen. Wir haben mit Organizing ein Instrument in der Hand, wie wir planvoll gesellschaftliche Macht von unten ausüben. Als ich eingetreten bin in den Kreisverband, fanden Vorstandssitzungen statt, einmal im Monat mit 3 Personen. Und dann ist man wieder nach Hause gegangen. Für mich ist Organizing ein Weg, unseren Kreisverband zum Leben zu erwecken und Leben reinzubringen und Leute zu begeistern, mitzumachen. Organizing macht die Linke zu einer Partei, in der wir gemeinsam mit Menschen konkrete Probleme angehen können. Nicht wir für sie, nicht sie für uns, sondern wir gemeinsam. Wir wollen was Neues lernen. Wir wollen auch mal neue Wege beschreiten und gucken, wie uns das weiterbringt. Das erste Strukturproblem hatten wir mit der Wende, als Tausende von Industriearbeitsplätzen weggebrochen sind. Wir haben mindestens 20.000 Einwohner verloren aufgrund der Gesamtabwanderung, die wir haben. Die Leute fühlen sich ausgegrenzt, nicht mitgenommen, nicht gehört. Und das ist natürlich ein Problem. Wir müssen einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen, mit den Bürgerinnen und Bürgern reden, dass wir ihre Probleme aus ihrem Mund nochmal erfahren, sodass wir dann auch entsprechend reagieren können. Letztendlich sind wir auch als Linke dafür da, Lösungswege anzubieten. Und wenn wir sie nicht selber haben, müssen wir sie mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten. Wir haben heute Abend wieder so einen offenen Treff. Und es wäre schön, wenn du vielleicht auch eine Unterschriftsliste mitnehmen könntest, damit wir auch viele werden. Wir sprechen die Leute an Infoständen auf der Straße an. Und es wird in Zukunft verstärkte Haustürgespräche geben. Wir wollen dann nicht nur unsere Zeitung loswerden oder unser Material, sondern die Leute einfach zur Mitarbeit gewinnen. Deshalb gibt es bei uns die offenen Treffs, die wir monatlich hier veranstalten, sodass die Leute in der Umsetzung auch sehen, wenn sie sich einbringen, verändert sich was. Es hatten ja einige Unterschriftslisten mitgenommen, du Joachim auch. Erzähl doch mal, was ist denn da draus geworden? Ich habe als Kreisvorsitzende sehr gern den Aufruf unserer Bundespartei wahrgenommen, wo man sich für dieses Modellprojekt bewerben konnte, um das genau das zu lernen, auf Menschen zuzugehen, die unsere Werte teilen oder gewisse Inhalte teilen, anzusprechen und vielleicht dort auch Gleichgesinnte zu finden. Heute fühlen wir uns nicht mehr allein und nicht mehr nur wenige. Also wir hatten im November den ersten offenen Treff, da waren wir glaube ich zu 5 und heute war der Tisch voll. Wir wollen eben auch neue Leute für uns mitgewinnen und auch neue Gesichter mal zeigen für die Linke. Und das motiviert vielleicht auch andere, dann mit uns zusammenzuarbeiten und dass sie sehen, dass eben die Gemeinschaft wächst. Die Linke in der Region ist schwach aufgestellt. Wir haben im Kreisverband 60, 70 Mitglieder. Die Linke in Bayern hat eine, schon einen allgemein schweren Stand, außer jetzt in Nürnberg oder in München. Aber es ist halt eher eine traditionelle politische Landschaft, dass viele Leute einfach aus Tradition hier CSU wählen. Wir haben jetzt eine Bevölkerungsstruktur, die sind sehr viel ältere Personen. Und wir sind ja eher eine Partei, die die jungen Leute anspricht. Wir haben zu wenig Wohnungen, die Stadt baut keinerlei Sozialwohnungen. Wir haben in Weiden die höchste Arbeitslosigkeitsrate in Bayern. Wir haben sehr viele Hartz-IV-Empfänger. Daher passen die Themen, die wir als Partei vertreten, hier ganz gut her. Das ist jetzt hier das Haus, in dem haben wir unsere ersten Mieter organisiert. Das waren ganz schlimme, prekäre Wohnungen im oberen Bereich. Das Dach ist defekt. Wir haben es geschafft, dass wir die Leute organisieren. Und sind jetzt am guten Weg dazu, dass wir uns dagegen wehren. Hey, da war bei euch auch dabei. Ja, toll.
Hi. Wir haben das so gemacht, dass wir mit den Leuten das Problem angehen. Also nicht wir lösen das Problem für die Leute, sondern wir machen das zusammen. Was wir als Partei hier noch tun, ist natürlich auch antifaschistischer Kampf. Wir haben hier in dieser Stadt das einzige AfD-Büro der Oberpfalz und haben eine starke rechtsradikale Szene und wir stellen uns dagegen. Und das bringt uns auch sehr viel Sympathien. Was wir aber auch noch tun, ist Klimaschutz. Auch hier haben wir viel Sympathien. Also wir schauen, was passiert und wir reagieren. Und versuchen aber auch jetzt unsere eigene Agenda jetzt mal zu positionieren, was uns vielleicht leichter fällt, wenn wir im Stadtrat sitzen. Wir haben natürlich im Kreisverband das Thema Organizing besprochen und dann sind wir eben zu den Leuten in den Häusern und haben versucht herauszufinden, wo der Schuh drückt, wo ist das Problem. Ist uns dann schon relativ schnell gelungen, das rauszufiltern und zu artikulieren, was wir gerne machen würden. Das Anliegen von uns, wir wollen den auch die Taktung ausweiten, wir wollen den verbessern, allgemein besser finanzieren. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Fahren Sie viel Bus oder fahren Sie Auto? Oder? Ja, ich bin darauf angewiesen. Das Organizing ist essentiell hier in der Stadt, weil es ist ja so, dass wir nicht so großen Bekanntheitsgrad haben. Wir gehen aber zu den Leuten, zu den Haustüren und so steigt irgendwo auch das Gefühl, dass wir hier was auch tun und was bewegen. Weil wenn wir nur irgendwelche Presseerklärungen raushauen, dann ist das für die Leute völlig uninteressant. Sie wollen konkrete Lösungen ihrer Probleme sehen. Und durchs Organizing ist es möglich. Ich meine, die Leute sind sehr aufgeschlossen. Man lernt sich kennen, das ist persönlich. Und die Leute wissen natürlich, wir sind jetzt von der Linkspartei, aber das ist jetzt nicht so das Thema. Ja, komm her, schau dir. Ja, okay, 3%. Jetzt. Jetzt ist der Zeit, wo wir aufbrechen, wo wir sagen, jetzt wollen wir los durchstarten. Auf den Einzug! Der Linken. Wir haben eine echt katastrophale Situation in der Pflege. Und die wird dadurch, dass es alles immer mehr der Marktlogik unterworfen wird, immer schlimmer. Wer davon profitiert, ist klar, das sind die Krankenhauskonzerne, die Pflegekonzerne. Die sind sehr, sehr, sehr gut organisiert. Die haben viel Macht. Die Frage an uns ist doch, wie können wir dieser Macht etwas entgegensetzen? Wie können wir organisiert dagegen antreten? Wir haben ja schon seit 30 Jahren einen Pflegenotstand. Und als dann diese Pflegekammer ins Leben gerufen wurde, wurde vielen Pflegekräften erst bewusst, dass sie das alles zu bezahlen haben. Und dann ging ein Aufstand los, den es noch nicht in dieser Pflegebranche gegeben hat. Und der hält bis heute an. Und im Rahmen dieses Pflegeaufstand in Niedersachsen, da kamen wir dann dazu, auch als Linke. Und dann gab es aber auch einen gewissen Durchbruch. Also erstmal hat es natürlich auch uns selbst verändert, denn wir haben ja noch nie auf einer Bühne gestanden und wurden von Pflegekräften vorgestellt und das sind hier unsere Linken, die haben uns so doll geholfen und dann gab es einen Jubel und das ist natürlich ein völlig neues Gefühl für uns selber, dass wir akzeptiert werden in unserem Anliegen, tatsächlich wieder Daseinsvorsorge für alle möglich zu machen. Die Tatsache, dass wir seitdem viele kleine Auftritte in der Stadt hatten, immer wieder in den Fußgängerzonen waren, einen Flashmob gemacht haben, das waren völlig neue Erfahrungen, denke ich, auch für Pflegekräfte zu sagen, wir kommen im demokratischen Raum zu Wort, wir werden von Menschen gehört, wir werden von der Presse gehört, wir haben eine Stimme bekommen. Es haben sich in 20 Ortschaften auch mit Hilfe vieler linker Kreisverbände Pflegebündnisse oder Pflegestammtische und dergleichen entwickelt. Also das ist eine ganz tolle Entwicklung, wo wirklich jetzt 20 Pflegebündnisse ihre Kräfte verstärken und damit natürlich in die Gesellschaft hinein sagen, Leute, das ist alles eure Angelegenheit. Also jeder Mensch braucht irgendwann Pflege, kommt zu uns, kämpft zusammen mit uns. Das wird dabei rauskommen.
Ich bin seit 3 Jahren hier in der Mieterinitiative in Hamburg-Stalshoop. Stalshoop ist eine Großsiedlung und wir sind eben mit den Machenschaften der Vonovia nicht so einverstanden. Und dadurch haben wir uns zusammengetan, um dagegen anzugehen. Es begann genau genommen vor über 3 Jahren, dass es hier um Modernisierungen in den Wohnungen gehen sollte. Das heißt nicht in den Wohnungen, sondern nur außen mit energetischer Wärmedämmung. Und in diesen Schreiben stand dann drin, wie hoch die Miete in Zukunft erhöht würde. Und das war dann bei mir zum Beispiel fast 40% in der Kaltmiete. Und für Rentner oder eben auch die Transferleistungen bekommen, ist das einfach zu viel. Und besonders, es geht nur um eine Dämmung hier und sonst nichts. Und das sind so die Sachen, wo wir immer gesagt haben, so geht es nicht weiter. Das kann nicht sein, dass man dafür genau diese Erhöhung bezahlen sollen. Und somit hat sich dann eben die Mieterinitiative Stalshoop gegründet. Angefangen hat es damit, dass wir eine Unterschriftensammlung gemacht haben, von Haustür zu Haustür. Und diese Unterschriftensammlungen wurden dann an die Geschäftsführung der Vonovia übergeben. Ich wohne in Stalshoop, bin hier aufgewachsen und dadurch bekomme ich auch mit, in welchen Zuständen die EinwohnerInnen leben müssen. Und da habe ich mich dann natürlich auch darüber beschwert, aber sich nur zu beschweren reicht mir halt irgendwie nicht. Durch das Organizing lernt man, glaube ich, auch als Partei einfach enorm viel, weil man halt wirklich nicht nur innerhalb der Partei irgendwas austüftelt, sondern irgendwie viel realer dran ist an den Problemen, die ja durchaus bestehen. Ich glaube, dass es die Partei nahbarer macht, dadurch, dass wir nicht versuchen, Leute für die Partei, die Linke, zu gewinnen, sondern für linke Zwecke insgesamt. Ich glaube, dass Organizing auch im Wahlkampf viel bringt, weil wir halt nicht nur zum Beispiel mit einem Personenflyer oder so an der Tür klingeln, sondern wirklich uns 1, 2 Probleme raussuchen, über die wir im Wahlkampf sprechen wollen. Das macht das Ganze irgendwie auch viel nachhaltiger, weil man nicht nur auf die nächsten 5 Kreuze hinarbeitet, sondern wirklich auf langfristige, positive Entwicklung. Ich sah schon, jetzt eure Mieten. Wenn man mit nicht entlastet, man verlässt. In Berlin wird es gedeckelt. Das heißt, auch nach einer Isolierung dürfen die Mieten nicht so stark erhöht werden. Wir sind hier eine Gruppestadt. Hier wohnen vor allem Leute mit einem schmalen Geldbeutel. Rentnerinnen, Rentner, Schichtarbeiterinnen und Leute mit migrantischem Hintergrund. Wie sieht es denn aus, wenn modernisiert wird und die Heizersparnisse sind halt manchmal nur 7 Euro und es steht halt in keinem Verhältnis zu dem, was die Leute an späterer Miete bezahlen sollen? Als wir vor 3 Jahren hier angefangen haben, waren die Leute isoliert und es gab sozusagen Baulärm und wir wussten nicht, wie wir diese Mieterhöhung irgendwie von denen abwenden können. Und jetzt, 3 Jahre später, haben wir materielle Erfolge erzielen können und wir sind selbst organisiert. Unsere Treffen finden immer noch monatlich statt, es kommen immer noch 70 Leute zu unseren Treffen und wir sind in stadtpolitischen Themen, setzen wir den Punkt. Nein. Also durch Organizing haben die Mieterinnen hier in der Gruppierstadt die Erfahrung gemacht, dass sie selbstwirksam werden können. Ja? Und dass sie nicht alles hinnehmen müssen, was der Vermieter ihnen sagt und vor allem nicht alles bezahlen müssen. Und am Anfang ist da Ohnmacht und Wut und später wird es zur Selbstermächtigung, wenn man in diesen Prozess eingreift und was dagegen setzt. Also ich glaube, das Besondere ist, dass jetzt einige Mieterinnen der Gropiusstadt sich wirklich als Teil einer stadtpolitischen Mietenbewegung sehen. Durch unser Organizing hier vor Ort und durch viele Mieterinitiativen in der Stadt ist es erreicht worden, dass wir so viel Druck aufgebaut haben, dass die Politik handeln musste und wirklich regressive Gesetze verabschiedet, wie zum Beispiel die Mietendeckel, eines der besten Gesetze und Wohnungspolitik seit 30 Jahren. Gemeinschaft ist für mich immer auch ein Motivator. Und
somit war für mich mit der Zeit auch klar, ich bleibe in der Wohnung. Verändern kann man nur, wenn gemeinsam viele an einem Strang ziehen, möglichst in die gleiche Richtung. Man kann alles organisieren, man muss einfach nur anfangen.